Susko Offenthal 2 gegen Sportfreunde Selingstadt 2. Wie ist Leute und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresand und in weniger als 2 Stunden ist hier gleich Anpfiff auf dem Platz der Susko. Und hier bauen unsere Jungs schon mal unsere kleine Ultras-Tribüne auf. Der ein oder andere Spieler ist ja schon da, beziehungsweise schon fast alle versammelt. Und ja, Freunde, werfen wir einen kurzen Blick auf die Tabelle. Wir haben letztens gegen Squadra Azzurra 2-0 gewonnen. Sportfreunde Selingstadt unter Druck hat das letzte Spiel gegen Diedesheim 3-1 verloren. Es findet heute noch einmal dieses Spiel statt. Und dann nächste Woche Montag gibt es noch mal ein Spiel, da spielen wir gegen Diedesheim. Und Selingstadt spielt gegen die Squadra Azzurra. Das heißt, es ist heute noch alles offen. Es können 3 von 4 Mannschaften aufsteigen, Freunde. Ja, Relegationskampf vom Allerfeinsten. Damit wir heute zu 100% aufsteigen können, brauchen wir einen Sieg. Zu 90% reicht uns auch ein Gleichstand. Und ja, Freunde, in dem Sinne, wir wollen nicht spekulieren. Wir wollen gewinnen und in die Kreisliga A des Kreis Offenbachs kommen. Und ja, Freunde, in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Spiel, bei diesem Vlog. Und jetzt gehen wir gleich mal rein da. Let's go. Guten Tag. Guten Tag. Es geht ohne. Einmal rein hier in die andere Kabine. Es geht, Alex. So, unsere 2 Torschützen des letzten Spiels sind schon draußen und machen sich warm. Jungs, wie geht's euch? Angeschlagen. Ich habe sogar heute 2 gestern und heute noch Spritzer bekommen, mein Bobus. Echt? Ja, ei, ei, ei. Stark Rückenschmerzen. Silas auch ins Knie, hat starke Knieschmerzen. Justin, bei dir? Gestern Training war nicht gut, aber heute fühle ich mich viel fitter. Ja? Ja, ja, sehr gut. Ah, ja, ich habe jetzt hier meinen Trainer, der dehnt schön meine Rückenmuskulatur. Damit ich wieder mit meiner linken Klebe netze. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in 15 Minuten vor Anpfiff. Unser Coach Arash hier. Arash, was erwarten wir vom heutigen Spiel? Sehr viel Leidenschaft. Wirklich sehr viel Leidenschaft von den Jungs. Wie es in der ganzen Saison war. Kampf, Einsatz und guten Fußball. Die Jungs können das. Und wie schätzt du den Gegner ein? Ist kein schlechter Gegner, ja. Wenn es stimmt, dass sie da ein paar Verbandsligaspieler runtergebracht haben. Aber es ist so egal, die Jungs sind so heiß. Also heute geht's. Wir spielen zu Hause. Wir spielen zu Hause. Oh Mensch, wir brauchen über gar nichts zu reden. Wir spielen zu Hause. Wir haben zu Hause nur eine Niederlage gehabt von gefühlt 30 Spielen und das soll auch so bleiben. Dankeschön. Gerne. Yalla! Wir haben 24! So Leute, wir sind jetzt hier 5 Minuten vor Anpfiff. Anspannung in der Kabine ist da. Überzeugtheit auch. Für die Zuschauer? Nein. Ja? Bitte. Okay. Und dann? Dann heute die Null, gell? Ja. Ja, Bock. War gut, Jungs. War wirklich gut. War wirklich gut. Ich bitte euch um eine Sache. Vergiss, wen die Leute dabei haben. Vergiss, wen sie heute dabei haben, Jungs. Vergisst es. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr in der B-Klasse, in der starken B-Klasse, den 2. Platz gemacht habt. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr das 1. Relegationsspiel gewonnen habt. Seid euch dem bewusst, dass ihr Fußball spielen könnt. Habt heute keine Angst. Unser Platz, ihr müsst in den ersten 10 Minuten wissen, das ist unser Platz. Wir spielen zu Hause. Dann weiß ich, dass da nichts passiert. Ich weiß, dass ihr das Ding heute klar macht, okay? Und jetzt geht raus und holt die 3 Punkte. Auf, Jungs! Auf, Jungs! Auf, komm! Wie schwer.
Auf, Jungs! Auf der Zug! So Leute, in wenigen Sekunden startet das Spiel. Regiert, die Susko 2! Hier! Regiert, die Susko 2! Hier! Regiert, die Susko 2! Hier! Regiert, die Susko 2! Und Liam direkt hier als Ansager. Geil! Und Leute, das Spiel kann beginnen. Sportfreunde Seligenstadt mit dem Anpfiff. Auf geht's, Jungs. Wir brauchen einen Sieg. Forza Susko, let's go. Viel Spaß bei diesem Spiel. Was glaubst du, wird das Spiel enden? Was ist deine Game Prediction? Ich bin einfach 2-2. 2-2? Susko springt nur so hoch, wie sie muss. Ich glaube, wir gewinnen das Ding 2-1. Ey, Julian. Nico, was geht? Kurze Game Prediction. Was glaubst du? Seligenstadt, Sportfreunde. Absteiger Karl. Es wird auf jeden Fall ein 3-1 für euch, auf jeden Fall. Ein 3-1? Ja. Joris? 2-1. 2-1, Susko? Ja, ja. Sieh das mit der Ecke rein. Oh, Bruder. Okay, ich wusste nicht, dass er scheppert. Ja, der Stöller schon! Auf jetzt! Auf, Mann! Bleib dran, bleib dran! Start! Ja! Ja! Ja, Junge! Ja, runter, runter! So, Leute, 5 Minuten sind gespielt. Freistoß von Czernia. Langes Ding rein auf Uno. Bisschen zu lang. Leute, wir sind gut gestartet. Zweikämpfe werden gewonnen. Wir haben keine Angst vor dem Gegner, sondern gehen voll rein. Aber jetzt hier Nummer 10 mit Platz. Tobi, geht der Tobi vorbei? Oh, er ist schnell, er ist schnell. Jungs, der muss uns sein. Gefährlich, gefährlich. Nummer 17 mit einer starken Körpertäuschung. Nein, nix da. Gut, er hat einen guten Körper eingesetzt, Jungs. Und raus das Ding, und raus das Ding. Komm, Onur, komm, Onur. Ey, der hält. Oh mein Gott, was seine... Boah. Onur, der Baller, Onur am Ball. Egal, unser Ball, unser Ball. Paddy, kannst du ihn geben? Stark den Ball erobert. Ah. Wir müssen aufpassen, Nummer 10 ist unglaublich schnell. Jetzt kommt ein langer Ball auf Nummer 10, kommt Olli davor. Ja, wichtig, sehr wichtig. Also man muss sagen, Seligenstadt hat vorne wirklich ein paar schnelle Flitzer. Nummer 10, Nummer 17. Ich finde, der spielt muss. Ja! Kommt Jungs, komm mal. Dann machen wir recht. Über Tempo, mit Übersicht jetzt. Kriegt er die Flanke rein? Auf Justin. Kommt Justin noch an den Ball? Justin, ja, direkt mit dem Chipper rein. Kommt Uno dran. Oh, Silas kommt. Silas Uno. Silas Uno. Nein, schießt den Abwehrspieler ab. Erste schöne Aktion. Schade, Jungs. Schade. Eckball. Silas kommt mit dem Steinschlag vorbei. Mach! Spiel deswegen auf Amar. Entscheidet euch, Amar. Entscheidet euch, Jungs. Amar auf Uno Chip. Schade, schade, schade. War richtig gut gespielt, aber Amar, schade. Amar hätte schießen können oder eins höher ablegen können. Wir sind dran, Leute, wir sind dran. Das sind die richtigen Akzente, die wir setzen für den Anfang. 15 Minuten gespielt. Das ist genau die Bälle, die wir gewinnen müssen. Starker Zweikampf, Amar. Das gibt Kraft, Power, ihr hört es auch von der Bank. Sehr stark schön. Weitergeleitet von Uno. Hier, Silas. Silas jetzt am Ball, bringt er direkt die Flanke. Hey, Junge! Oh Mann, hat er nichts gemacht? Ja, Ecke. Genau so. Ecke, gut gespielt, sehr gut gespielt. Kommt Jungs, jetzt brauchen wir eine geile Ecke. Unsere Ecken sind leider nicht so wirklich effizient in den letzten Wochen und Monaten gewesen, aber jetzt könnten wir mal eine gebrauchen, Jungs. Flanke von Silas kommt rein. Ist Tor! Ja. Ist Tor! Ja! Ja, Uno! Ja! Ja! 1-0! Ja! Ja, Uno! Ja! Ja! Susko 2, alle! Susko 2, alle! Susko 2, Susko 2, alle! Alle! Susko 2, alle! Susko 2, alle!
Susko 2, alle! Susko 2, Susko 2, alle! Leute, ich hab's gerade gecallt. Ecken in letzter Zeit nicht so effizient. Heute so ein Ding von Silas. Olo köpft das Ding rein perfekt. Let's go. Flank von Silas kommt rein. Ja! Ja, Olo! Ja, ja! Ey, Leute, wir sind mit einem Biss hier reingestartet. Boah, Nummer 17 stark. Starke Körpertäuschung. Starke Leistung. Aber mal rein da, ja, Junge! Mit Hunger. Ja, ja. Merke die Stelle, Junge, das muss rausgeschnitten werden. Junge, die brauche ich. Flanke ist ausgeführt, Chipper rein. Jungs, was macht ihr da? Entscheidet euch! Lasst euch nicht flachsen. Raus das Ding! Ja, sicher! Kurzbanger gehabt, aber sicher gelegt. Ja, sehr schön! Stadt geht gerade sehr hoch. Wir stehen gerade sehr tief, versuchen uns durch UNO hier, UNO versucht ein bisschen die Mannschaft nach vorne zu ziehen, aber Nummer 17 nach vorne im Ballen. Geht da vorbei. Jawohl, Tobias, sicher. Ecke für Seligenstadt. Ja, gerade direkt nach dem Tor versucht Seligenstadt eine Reaktion zu bieten. Jetzt die dritte Ecke hintereinander, kurz ausgeführt. Nummer 17. Versucht vorbeizukommen an Olli. Oh, Olli! Ja! Er bringt den Ball stark, Olli. Genau! Direkt Seligenstadt. Die Lust am Fußball. Geh! Und ab geht's. Ab geht's, ab geht's, ab geht's, ab geht's. Ah, schade, schade. Stark, Olli. Stark, Erdem. Sau stark. Sau stark vorbeigelegt. Sau stark vorbeigelegt, Justin. Oh, tschüss. Gutes Foul rausgeholt. Justin hat es ganz schön erwischt. Und die erste gelbe Karte für Nummer 6. Stark, sauwichtiges Foul. Doppelgelbe Karte, Justin hat Schmerzen. Oh, no, no, no. Silas jetzt mit einem Freistoß. Circa 28 Meter. Chippe rein, drüber über die Mauer auf. Ja! 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 2-0! Ja! Ja! Oh mein Gott, wer hat dieses Tor gemacht? Wer hat dieses Tor gemacht? 2 alle! Susko 2 alle! Susko 2, 2 alle! Susko 2, Susko 2! Alle! Alle! Ey, hat Uno wieder gefunden! Oh mein Gott, Digga! Übertrieben krass, Leute! Silas Chip rüber auf Uno und Uno ist einfach eine Torgarantie. Dieser Junge ist eine Torgarantie. Gegen Squadrat Sura getroffen, jetzt 2 Tore gemacht. Ortsdirk! 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 2! 0! Danke! Überragend, Leute. 25 Minuten circa gespielt. Circa 28 Meter. Ono Öztürk mit der Nummer 10 hat Susko Offenthal wirklich im Rucksack. Dieser Junge ist unverzichtbar. Was dieser Mann für eine Qualität auf den Platz bringt, aber auch neben dem Platz für eine Mentalität in den Kabinen immer, die Mannschaft pusht, ist unglaublich, Leute, was dieser Spieler für diese Mannschaft bedeutet. Ono, wir lieben dich. Sieh das mit der Flanke rein. Wow. Uno war schon fast wieder dran, aber der Torwart hat gut geklärt. Ding ist noch nicht durch. Olli mit dem Schuss. Schade, Olli, schade. Guter Schuss. Susko ist noch da. Susko ist noch da, will das dritte Ding machen. So, Leute, nach knapp 30 Minuten ist Uno platt. Der Junge hat Feierabend. 30 Minuten haben gereicht. Jetzt kommt Alexander Banzhaft mit der Nummer 18 in den Mittelsturm. Uno, du hast hier die vorzeitigen Feierabend verdient. Auf Alex. So, ihr seht, Leute, hier gerade die Viererkette steht sehr weit oben und die Nummer 17 als Mittelstürmer presst jetzt nicht wirklich hoch, also sie stehen sehr kompakt. Eben gerade haben sie sich auch mehr fallen lassen. Es ist eher so ein 4-5-1, was sie spielen, wenn Susko im Ballbesitz ist. Aber ja, gerade
33 Minuten gespielt. Wir lassen einfach den Ball laufen. Und Schelingenstadt möchte irgendwie gerade nicht. Du Löwe! Mit 10 hat Angst hier! Jawohl, 10 da rückt raus, Olli, du hast Platz! Sie lassen mit der Flanke rein. Das Tor! Auf Tobi! Ah! Schade, Tobias, hätten wir dir gegönnt das Tor. Justin mit einem starken Ball gewinnen. Elfmeter! Gibt's Elfmeter? Es gibt keinen Elfmeter. Es gibt keinen Elfmeter. Komm, weiterspielen, Jungs. Weiterspielen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, Leute, ob das hier Elfmeter war. 37 Minuten sind da gespielt. War das Elfmeter? Habt ihr es gesehen? Aber war das Elfmeter oder nicht? Nein? Schwierig. Das war, nein. Niemals. Okay. Stark den Ball erobert er. Spielt auf Alex. Gutes Foul rausgeholt. Freistoß ausgeführt von Olli rein. Wenn Uno nicht drin ist, passiert daraus eigentlich kein Tor. Geht gar nicht. Adam mit einem Homerun. Auch gut, Adam, danke. Linke Schulter. Das war krass vorbeigehen. Kommt Maxi den Ball? Gewinnt Maxi den Ball? Nur stellen. Doppelt zugemacht. Gut, Jungs, gut. Sau stark verteidigt. Sau stark, Maxi, sau stark. So, Leute, es ist Halbzeit. Susko aufgeteilt. 4-4, 2-0, Leute, komplett verdient. Und jetzt geht's für uns rein in die Kabine. Let's go. Warte, erstmal herzlich willkommen, oder? Herzlich willkommen, Omer. So, Karl, wie war die erste Halbzeit? Gut. Danke. Also Susko, geh mal ein bisschen, fass mal zusammen für die Zuschauer. Das Spiel auf jeden Fall. Die Spielfreunde aus Seligenstadt rennen ein bisschen hinterher. Die 3-4 für Banziger Kicker, die haben auch nichts drum, was haben belagt. Kommt gerade aus dem Mann, das sieht man. Deutscher Meister. Susko 2, Ale. Gut. Wir führen auf jeden Fall, verdienen 2-0. Nutzung, Chance, Seligenstadt hat keine Chancen. Mensch, muss ich schnell sagen. Vielen Dank, danke. Für uns geht's jetzt ab in die Kabine rein. Let's go. Wie war die erste Halbzeit? Sehr schön. Aber erster Step ist immer noch fokussiert und konzentriert bleiben, dann wird es was los. Ich glaube. Jungs, sitzt euch mal mit zwei Personen. Hier sind Datteln, Amar. Heute haben die mir auch mehr drauf. Lass dich einfach hinten bis am 16er spielen und lauf dir einfach vorne an. Wem hast du gerade nicht angekommen? Wie ist die erste Halbzeit für dich verlaufen? Ich bin gut. Wir spielen gut. Wir haben... Wir lassen die erstmal spielen, wir lassen die kommen, die warten auf unseren Chancen und die werden sich auch ergeben, wenn wir dann so weitermachen und gleich machen wir nochmal Dritte und machen uns mehr. Danke. Ansage ist nochmal 5% Motivation haben. Ja. Aber wenn wir denen jetzt sofort zeigen, dass sie heute gar kein Land mehr sind, die müssen drei Dinger machen. Ja. Wenn wir denen von Anfang an zeigen, dass wir weiter Fußball spielen wollen, ja. Und wir kriegen vorne Räume. Ja, dann machen wir weiter unser Spiel. Und wenn die hinten aufmachen, dann kontern wir die dreckig aus. Ganz wichtig ist die Körpersprache. Ja. Die Körpersprache. Ja. Wenn ihr mit eurem Körper euch dagegen haltet und zeigt, dass ihr Bock habt, dass ihr die Scheiße gewinnen wollt, dann gewinnt ihr das auch. Ja, die haben Bock. Die müssen in den ersten Zimmern, die Sachen, die jetzt ja gesagt hat, der Trainer macht die jetzt heiß. Ich muss euch nicht heiß machen. Aber die waren in den ersten 10 Minuten rauskommen. Aber wenn die in den ersten 10 Minuten merken, warte mal. Wer den ersten Zweikampf heute gewinnt in der zweiten Halbzeit, macht genau, nein, von uns, also wenn wir, egal welcher Spieler es ist, den Zweikampf gewinnt, ja, dann will ich wie das ist ja wie der Neuner, habt ihr gesehen, wie er den Kapitän hat. Genau in der ersten Halbzeit, wenn er Zweikampf gewinnt, ja, und dann meinetwegen Endstatus, heute geht ihr mit, dass sie einfach merken, erste Aktion, das nur eine Mal den Ball genommen, was ist mit dem los? Genau das will ich hören, derjenige, der den Zweikampf jetzt in der zweiten Halbzeit, den ersten Zweikampf gewinnt, schreit da einen raus. Ja. Damit die sofort merken, hey, Jungs, hier geht gar nichts. Wie ja. Nie was heute spielt. Aber aus die beiden, ja. Ich bin nicht raus, weil du da hinten der Mann bist, aber aus die beiden heute für Zweikämpfe gewinnen, wir verlieren die nicht. Gut. Wir machen einen Wechsel, Alex bleibt draußen, Dofo geht rein, Amar vorne rein, wir stellen um, Alex, du bleibst im Laufen, weil der wird immer gewechselt. Amar, wo bist du? Ja.
Brutales Spiel. Wirklich, egal was die anderen mir gesagt haben, brutales Spiel. Jetzt kommt es mir wichtig, ist, Amal ist schneller als die anderen. Habt ihr beim Alex auch gesehen. Klar nicht so schnell wie Alex, aber trotzdem schneller als sie. Wenn es nicht geht und ihr könnt den Silas oder den Czerny anlaufen. Ich weiß sind nicht wild, die werden anlaufen. Nicht, sicher spielen. Nicht versuchen. Ja, genau. Nicht da versuchen. Auch den Ball weg. Erstmal den Ball weg. Und wir hatten zwei, dreimal waren wir fast durch mit dem langen Ball. Und wenn die anlaufen, dann haben wir noch mehr Räume. Und ich verspreche euch, mindestens zweimal werden wir frei vom Chip die lang. Chip die lang. Maxi. Chip die lang. Und die auszudecken. Okay, Jungs, stopp! Auf! 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 2-0! Jetzt musst du die Jungs zerfetzen. Letztes Spiel, oder? Ja. So, Leute, ihr habt es gerade gehört. Seligenstadt wird versuchen, bestimmt in der zweiten Hälfte direkt mit Druck ins Spiel zu kommen, um ein Tor zu erzielen, um wieder ins Spiel zu kommen. Wir müssen das Ding jetzt hier zumachen und am Ende des Tages dieses Ergebnis einfach nach Hause bringen. In dem Sinne, rein geht's in die zweite Halbzeit. So Leute, die zweite Halbzeit kann beginnen. Susko mit dem Anstoß. Und ich spiele dann übertriebenen Außen des Pass auf Amar. Spielt einen guten Ball auf Vogel. Legt ab auf Czerny. Ja! Oh, schade. Gut abgeschlossen. Aber leider ein bisschen Kraft gefehlt. Guter Start in die zweite Hälfte. Auf Maxi. Komm, Maxi, kämpfen. Weg, sicher. Ja, danke. Tobi hier mit Platz. Spielt das Ding auf Olli. Olli mit einem Flachpass auf Amar. Amar wird gefoult. Und es gibt... kein Elfmeter. Was? War gerade wirklich echt schön gespielt und ich habe es mir nochmal im Replay angeschaut. Die gelbe Karte, die Amar gerade bekommen hat für eine Schwalbe, ist leider berechtigt. Olli jetzt mit einer Flanke rein. Direkt auf den Torwart. Torwart spielt das Ding lang und weit raus. Muss unserer sein. Czerny mit dem ersten Kontakt auf Olli. Super, direkt nach vorne. Und Julius? Was macht Julius da vorne? Komm mal zurück, Julius. Jetzt der Platz für. Ja, gefährlich. Stark raus. Und er denn mit Zeit. Er denn mit Zeit auf Czerny. Gut. Czerny mal auf Vogel. Ja, ruhig erstmal hinten rum. Starke Annahme, Tobi. Gut, Tobi, sicher weg. Gut, Tobias. Geiler Ball. Ja. Komm, Czerny, was macht Nummer 17? Erdem hilft. Stark! Starker Kampf. Auf, wir haben jetzt hier noch gut 30 Minuten zu spielen. Seligenstadt wird Ballbesitz, spielt rechts mit hinten rum. Wir versuchen über Geschwindigkeit, vor allem über Amar und Justin, über die Außen, lange Bälle nach vorne, das Tor zu erzielen. Aber ja, Hauptsache erstmal sicher hinten zumachen, Leute. Chipper rein, Julius macht zu. Und Schuss. So, Amar wurde gerade ausgewechselt, unser Mittelstürmer. Und Alex mit der Nummer 18 ist wieder reingekommen. Mit Spritzigkeit, Geschwindigkeit. Stark direkt, dass er den Ball gewonnen. Sehr gut, Alex. Kommt das gut. Oh. Schön, ich pfeift ab. Hoffnungshoch jetzt. Ohne Susko, will gar nichts los.
Boah, Nummer 12 hier mit Platz. Chania läuft sehr gut zurück. Aber geschickt. Geil gespielt. Geil gespielt und Silas. Kommt Jungs, weiterkämpfen. Kommt Jungs. Wo ist der Ball? Hand. Jawohl, Alex. Mal geklärt mit Sicherheit. Ja. Und unser Ball. Schick Silas. Jawohl, ich schick Silas. Komm Silas. Komm, Silas, der Zauber uns. Silas, der Zauber uns. 1 gegen 1. Chania spielt es dann gut weiter auf Erdem. Da ist keiner. Also man merkt langsam, die Mannschaften werden müde. Aber 20 Minuten haben wir noch, Leute. 20 Minuten haben wir noch. Es ergeben sich immer mehr Lücken. Wie geht der noch? Kommt Silas vorbei? Stark. So Leute, Erdem mit der Nummer 14 hat ein überragendes Spiel gemacht und wurde gerade ausgewechselt für ihn. Tim Schamvogel jetzt drinne. Und jetzt ist hier fast ein Tor passiert, Leute. Tut mir leid. Tim Schamvogel wurde eingewechselt. Und Liam hier mit der Stimmung. Überragend. Flanke rein von Silas. Boah, da hat Julius was abbekommen. Da hat Julius was abbekommen. Am Kopf muss abgebrochen werden, ja. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Ich hoffe, bei Julius ist nichts passiert. Ja, geht. Geht wieder, Junge, geht wieder. Komm, komm. Juli mit einem langen Ding. Boah, Nummer 12 nimmt stark runter. Jania stört gut. Tobi auf Chania. Leute, Chania macht so ein geiles Spiel. Chania macht von A bis Z ein so super Spiel. Vogel mit einem Halbwegspass. Silas jetzt hier mit Kreativität kommt er vorbei. Oh, schade, schade, schade. Silas war geil abgeschlossen. Ey Leute, wirklich alle machen ein krasses Spiel. Max, Julius hinten mit Tobi. Unsere Dreierkette hinten steht wirklich eine 1. Geisteskrank. Also wirklich auch Olli über die Außen mit Tempo. Man kann wirklich nur jeden loben. Nummer 17 legt ab auf Nummer 10 von Chania. Gefährlich. Kuli mit der überragenden Parade, aber trotzdem abseits. Stark, stark, so ist gut. Stark, Kuli, sehr stark. Maxi mit Übersicht und Zeit. Spielt das Ding auf Justin. Komm, Olli mit der... Boah, stark mit der Brust. Olli macht jetzt mit Chania die 6. Auch ungewohnte Position für Olli, aber das kriegt der Junge hin. Zeigt ganz stark, schnell. Reicht. Schnell ausgeführt. Schade, Justin. Nur treten! Auf Olli. Oh, Mamele, Scheißruf! Jawohl! Ah! Achtung, Jungs, macht den 17er zu. Das zu! Die Seite ist zu! So, Leute, es gibt einen Freistoß für Seligenstadt. Nummer 9. Lang. Ball raus! Ball raus! Ja,
Jawohl, Mann! Ich glaube, es liegt ein Schwinger von dir jetzt. Ein Punkt. Kommt hin, Junge, kommt hin! Ja, war gute Aktion vom 17er. Ecke für Seligenstadt. Ecke kommt. Uno raus. Da, wo Uno vorhin getroffen hat, wehrt er jetzt für die Susko das Ding ab. Uno mit einem starken Ballgewinn, einer starken Finte und einem geilen Pass auf Silas. Silas geht da vorbei. Und der Torwart hält. Ah, Silas. Heute willst du nicht belohnt werden. Zieh das rein mit der Flanke. Wie sie weich. Kommt aber gut auf Tobias. Das ist mein Lieblingsspieler, Tobi Glaser. So Leute, die offizielle Spielzeit ist vorbei. Ja, Junge. Und unsere Ultras haben sich da hinten schon positioniert. Was passiert hier? Wird es nochmal brenzlig in der letzten Minute? Was passiert hier, Freunde? Silas mit einem Flachpass. Alex wieder am Ball. Geht ja ins 1 gegen 1. Gute freie Situation. Stark gemacht, Czernia. Ja, ja. Olli mit einem guten Ball. Rein da. Ah, okay. Ja, da bist du! Da bist du! Komm, Tobias! Ja! Oh, gefährlich. Ja, Junge! Oh mein Gott, da gibt's Freistoß. Gibt's ein Rot für Maxi? Gibt's eine rote Karte für Maxi? Gelbe Karte für Maxi. Als letzter Mann kann man da Geld geben. Aber Freistoß. Aber Kuli wäre an den Ball gekommen. Es ist die letzte Minute, es ist schon Nachspielzeit. Aber es ist Freistoß. Es muss nur einen Freistoß geben. Ja, es gibt einen super gefälschten Freistoß. So Leute, Freistoß wird ausgeführt. Hol neuen Ball schon mal. Oh mein Gott, das Ding war knapp. Und Susko Offenthal gewinnt dieses Spiel und steigt in die Kreisliga A auf. Let's go, let's go, let's go. Ja, Jungs. Ja, ja. Ja! 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 Let's go! Ja! Uno Öztürk schießt uns in die Kreisliga A. Sau stark, Jungs! Ja! Ja! Aufstieg! Wie fühlt es sich, aufgestiegen zu sein? Mit seinen 35 Jahren! 35,5. Herzlichen Glückwunsch, Jungs! Danke, danke! Habt ihr euch verdient? Danke! Olli, Molli! Tobi, du hast heute noch zu mir gesagt, bitte nicht links eine Dreierkette. Was hast du gespielt? Linke Dreierkette. Arash Farugi schießt Susko Offenthal 2 in die Kreisliga A. Unglaublich. Ja, Junge! Unser Matchwinner! Und nur Öztürk! Ja, Junge! Da kommt die Relegation! Scheißegal! Susko 2 spielt in der Liga! Alle, alle! Alle, alle! Alle, alle! Und da gibt's schon von Chef Sarino 2 Stiefel. Du musst das machen.
Danke, Sarino. Danke, Sarino. Ciao, Sarino, grazie. Ja, gib mir die mit dem Kopf. Ecke, Spielstand! Schlechte Idee, schlechte Idee. 2-2-2-0-0-0. Auf unseren Sieg und den Aufstieg! Ein Treffer! Ja! Ja! Ja, 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 Romaro! Libre! Da haben wir wieder gewonnen! Susko Offenthal! Susko Offenthal! Stimme aus dem Block, der Liam. Stimme aus dem Block. Liam, Fazit. Ey, es war super geil. Super geil? Es war wirklich super geil. Was war dein persönliches Highlight? Ich dachte echt, die 2 Tore von Ono. Die 2 Tore von Ono. Viel geiler kannst du diese Saison nicht abschließen. Sagst du, es gibt keine bessere Spritze auf diesem Planeten als die, die der Mann heute Morgen bekommen hat? Das waren abgewichste Tore, aber es war so geil. Es war so geil. Ich habe so einen Ständer bekommen. Sag ich dir so. Das ist schön, das freut mich. Und die Stimmung hier war auch tatsächlich wirklich auch mal wirklich gut mit den Jungs hier auf unserem eigenen Film das Ding mal. Auf unserem Blog, den wir hier selbst gebaut haben. TÜV geprüft tatsächlich. Guck spring noch mal. Hilf doch mal. Guck mal. Was gibt's Besseres? Stimme zum Spiel. Was sagst du? Aufstieg. Rein da! Kulenter, schnelles Fazit. Zu null? Aufstieg? Geil, Junge. Geil. Unser Ziel erreicht. Was war dein Highlight? Der Saison? Nein, heute. Wir haben als Team gespielt. Auch mit abgeschwächten kamen alle aus Park, krank zurück. Und wir sind trotzdem rein da. Beide Spiele, Squadra und heute. Alle haben 100% gegeben, ob mit Schnupfen oder ohne. Geil. Highlight der Saison. Kompliment ans Team. Highlight der Saison. 4-0 gegen Alamal und das 3-2 gegen Regensburg. Kulenta, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt heute? Was kommt morgen? Was kommt Montag? Heute erstmal wird schön gefeiert, auch krank. Wochenende wird wieder ein bisschen Uni gemacht, ein bisschen entspannt. Aber heute wird auf jeden Fall Gas gegeben, Jungs. Gas! Ja, Junge. Stimme zum Spiel. Wie war's? Perfekt! Sehr gut. Moin Jungs. Super. Jenny, wie war's? Ja, es war ein unglaubliches Spiel. Ich finde, es hätte sogar noch ein Ticken besser sein können. Wir hätten noch ein bisschen mehr aus unseren Chancen machen können, aber im Endeffekt zählt der Aufstieg und ist die Hauptsache. Und wir haben wirklich ein unglaubliches Jahr hier gespielt. Und das mit einem Heimsieg zu belohnen dieses Jahr und dann heute hier feiern zu können, das ist wirklich ein Traum. So stellt man sich doch den Aufstieg vor. Highlight der Saison? Highlight der Saison. Entweder das Alamal-Spiel, weil wir es da nochmal umgedreht haben, oder das jetzt hier. Also dieses Relegationsspiel war unglaublich. Julius, wie war's? Toll. Toll. Einwandfrei. Das ist okay. Was ist dein Highlight? Mein Highlight? Erstmal Highlight heute. Heute? Apfel. Apfel. Oder? Das ist geschafft, oder? Highlight der Saison? Highlight der Saison. Spiel gegen Ruppenheim. Das hat alles gedreht. Das war der entscheidende Sieg. Wir das gewonnen haben, wie sie bei Pietsch gehabt haben. Julius, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Heute Abend. Heute Abend, morgen suchst du aus. Was kommt jetzt? Für Kindergeburtstag, wie sonst gibt es heute Abend. Was morgen? Schauen wir mal. Shit. Komm mal, sagt der Schau Franzos. Mal. Das ist Bunge, why not, so sagt der Franzos, nämlich. Schickes. Okay. Grüß mir alle. Gesundheit. Frau, Kind, alles gut? Ich bin schon schlafen, hab mich schon verabschiedet und jetzt geht's hier los. Jetzt, Kalas, schön, freut mich. Los geht's. So nämlich. Komm, ich mach Schluss, Alter. Ono, der MVP. 2 Tore in die A-Klasse, dein Werk, was sagst du? Jungs, ihr seid der Kern. Ich bin mal da, mal nicht. Ich versuche euch zu unterstützen. Diese Saison hat's geklappt. Aber ihr seid eigentlich die Hauptträger. Ich bin nur zur Unterstützung da. Ihr trägt mich, ihr bringt mich weiter, ihr habt ein krasses Niveau, macht einfach Bock mit euch zu kicken. Und ich sehr komme gerne, Jungs. Sehr, sehr bescheiden von dir, was war dein Highlight der Saison? Mein Highlight der Saison, ich habe ja lange gefehlt, ich muss jetzt überlegen. Ich hab ja in der Hinrunde nur gespielt, ja, ich hatte ein paar Spiele, da habe ich mal so 5-6 Buben gemacht. Da war lange nichts, weil ich dann ausgefallen bin. Egelsbach war geil, Jungs. Da haben wir mal gezeigt, was wir in den letzten Saisons nicht geschafft haben, was wir mal auch so Spiele drehen können gegen gute Gegner.
Alamal war sowieso, ich denke mal so, unser Schicksalsspiel. Das hat uns hier hingebracht. Und wir haben einfach in der Relegation gezeigt, Jungs, wir haben es verdient, in der A-Klasse zu spielen. Weil beide Gegner sind die Absteiger von der A-Klasse. Ihr habt euch das erarbeitet, jahrelang. Ich bin jetzt seit der Corona-Zeit wieder da. Ich sehe eure Entwicklung persönlich. Ihr werdet reif, fußballerisch. Ihr entwickelt euch. Und wenn ich meinen Beitrag leisten kann, was kann ich da mehr? Also, ich kann dazu nichts mehr sagen. Also, und wie geht's weiter? Es geht so weiter, Jungs. Ich muss erstmal gesund werden. Ich habe jetzt die ganze Zeit verletzt gespielt. Und wie gesagt, ihr werdet diese Mannschaft tragen, auch in der A-Klasse. Wir werden auf keinen Fall absteigen. Ziel ist Mittelfeld. Und wenn ich 10 Buden mache und irgendwie meinen Beitrag leisten kann, ist doch alles okay, oder? Danke dir, mein Lieber. Hab's lieb, mein Großer. So, Freunde, das war's mit diesem Vlog. Geiler hätte man die Saison nicht beenden können. Geiler hätte das Ergebnis auch nicht enden können. Und ich kann eigentlich gar nicht mehr viel sagen, Leute. Es war wirklich einfach überragend. Und am Ende ist alles so gekommen, wie es hätte sein sollen. Und die SuSco 2 steht in der Kreisliga A. Es wurde schon alles gesagt, Leute. In dem Sinne, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Macht's gut. Peace out.